verehrten Damen und Herren, wir feiern in diesem Jahr 2023 den 40. Geburtstag des Filmfestes München. Herzlichen Glückwunsch. Das Filmfest ist attraktiv und innovativ, es hat internationale Ausstrahlung und es ist zugleich auch ein Aushängeschild für München und den Filmstandort Bayern. Immerhin schon seit 2005 begleiten Filmgespräche im Rahmen der CSU-Fraktion das... okay, vielen Dank. Jetzt ist es besser wahrscheinlich. Ich wiederhole die Begrüßung nicht. Immerhin schon seit 2005 begleiten Filmgespräch und Empfang der CSU-Fraktion des Filmfest in München und bieten eine Plattform, eine gute Plattform für den Austausch zwischen Politik und der Film- und Medienbranche. Wir möchten damit zum Ausdruck bringen, Film- und Kreativwirtschaft ist uns als Landtagsfraktion wichtig. Deshalb suchen wir das Gespräch, wollen neuen Trends nachspüren, auch neuen Entwicklungen und für bestmögliche Rahmenbedingungen sorgen. Konkret, wir unterstützen die erfolgreiche bayerische Filmförderung mit einem jährlichen Gesamtvolumen von rund 40 Millionen Euro im Haushalt. Und wir haben zusätzlich in den letzten Jahren zum Beispiel die Mittel für die Kinoprogrammprämien durch Fraktionsinitiativen, das ist so ein bisschen das scharfe Schwert der einzelnen Abgeordneten, immer wieder kräftig aufgestockt. Auch um bayernweit Kinos mit herausragendem Programmangebot besonders zu unterstützen, gerade in den zurückliegenden schwierigen Zeiten. Der technologische Wandel, um den es heute hier auch zum großen Teil geht, ist rasant. Die Rahmenbedingungen für Film und Filmproduktion ändern sich. Heute wollen wir, wenn es möglich ist, einen Blick auf die Gegenwart, aber auch in die Zukunft der Filmproduktion in Bayern werfen unter dem Titel Kreativ, vernetzt, digital, die Filmproduktion der Zukunft in Bayern. Herzlich willkommen dazu allen Teilnehmern hier im Amerika-Haus und auch den Zuschauern im Livestream. Die Veranstaltung wird über den YouTube-Kanal der CSU-Landtagsfraktion gestreamt. Ich möchte namentlich sehr herzlich begrüßen alle Gäste aus der Film-, Fernseh- und Medienbranche, alle Vertreter der Produktionswirtschaft, stellvertretend hierfür Björn Böning, der heute da ist, und den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Bavaria Film, Dr. Christian Frankenstein. Alle Vertreter der Kreativberufe, aber auch die Institutionen und Sender am Medienstandort Bayern, stellvertretend hierfür den Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks, Herrn Björn Wilhelm, herzlich willkommen. Und nicht zuletzt natürlich die bayerische Staatsministerin für Digitales und Vorsitzende der CSU-Filmkommission, Judith Gerlach. Herzlich willkommen. Liebe Judith, du musst dich als Digitalministerin oft mit den Schwierigkeiten bei der Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland herumschlagen. Als Filmministerin bist du auch für das Gute, Wahre und Schöne sozusagen zuständig, daher sicherlich heute gerne zu Gast und ich darf dich gleich um dein Grußwort bitten. Ja, lieber Kollege, lieber Alex Doro, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lieber Alex, du hast recht. Es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass man als Digitalministerin die frustrablen Themen eher so im Bereich der digitalen Verwaltung hat. Da gibt es die größeren Bretter zu bohren und die, wofür man einen wahnsinnig langen Atem braucht. Und wurde vor kurzem gefragt, wie das für mich so war am Anfang. Jetzt ist ja die Legislaturperiode fast rum, auch für mich immer wieder so die Zeit, wo man zurückschaut und guckt, wie waren so die letzten Jahre, wie waren aber auch die Anfänge. Und ich muss sagen, da war der Filmbereich ein sehr, sehr dankbarer. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Filmbranche unglaublich willkommen ist. Also sie breitet die Arme aus, sie ist sehr offen für jeden, der auch neu reinkommt, der Expertise aber auch braucht. Man hat immer Expertenstimmen, die einem schnell zur Verfügung stehen. Und es ist einfach eine sehr offene Branche, was ich sehr geschätzt habe von Anfang an. Und zum anderen, es gab beständige Strukturen. Die gab es im Digitalbereich tatsächlich nicht. Da haben wir alles neu aufgebaut, die Projekte waren noch nicht klar. Und das war natürlich im Filmbereich durch die Filmförderung schon sehr viel vorgegebener und etwas, wo man sich dran festhalten konnte, weil es eine gewisse Struktur und einen Ablauf gab, aber auch die Möglichkeiten, immer wieder auch was Neues zu machen und die Möglichkeit, ja, den eigenen Fingerabdruck zu hinterlassen. Und von daher, diese Mischung fand ich immer ganz gut und die hat uns bis heute ja begleitet, auch bis zum Filmfest München, das dieses Jahr ja 40 Jahre alt wird. Und
dass wir, glaube ich, wirklich sehr gut gefeiert haben mit einem ersten, mit der Eröffnung, ja, wo viele Leute da waren, toller Eröffnungsfilm und die Stimmung sehr, sehr gut war. Ich hoffe, das spiegelt sich jetzt natürlich auch darin wieder, wie viele Besucherinnen und Besucher da sind. Darum geht es natürlich auch. Das ist auch wichtig, weil wir ja mehr hinwollen Richtung Publikumsfestival. Von daher bin ich sehr gespannt, wie dieses Jahr dann unterm Strich ausfällt und ob wir da zufrieden sein können, wo wir nachjustieren wollen, wie es weitergeht, auch nach Diana Illion, die uns ja bedauerlicherweise verlässt. Aber ich bin mir sicher, dass es gut weitergeht und dass da schon neue Ideen und gute Sachen sozusagen in petto sind, um auch die nächsten 40 Jahre gut zu bestreiten. Das müssen wir auch, denn wir sind Filmstandort hier in Bayern und da gehört natürlich nicht nur das Münchner Filmfest dazu, aber selbstverständlich auch einfach eine Filmbranche, die sehr, ja nicht nur kreativ ist in ihrem Bereich, sondern auch sehr, sehr stark. Wir sind hier Filmstandort und wenn man das natürlich weiterhin sein möchte, muss man Gas geben, also zurücklehnen und Herr Böning, Sie wissen es ja in vielen Gesprächen auch mit uns, mit der Branche. Wir müssen immer wieder schauen, wo sind denn die Bedingungen, die es noch zu verbessern gilt, wo haben wir noch Potenzial, uns zu verändern, anders aufzustellen. Das gilt natürlich für Bayern, aber das gilt auch für ganz Deutschland. Ich komme dann später nochmal drauf zurück. Wir hatten in der letzten Zeit einen Produktionsboom in der Filmbranche, der natürlich gut getan hat auch, ja, der wunderbar war. Die großen Streaming-Plattformen, aber auch konkurrierende Sender haben wirklich hohe Beiträge investiert, auch in neue Programminhalte. Aber, und das höre ich natürlich auch, momentan fährt es gerade wieder etwas zurück. Und das ist schon die Frage dann, wie wird sich das auswirken in den nächsten Monaten und Jahren? Und wie nachhaltig ist das jetzt, dass die Volumina zurückgeführt werden? Ja, weil das wirkt sich natürlich dann auch auf die komplette Branche darauf aus. Von daher will ich da auch nicht zu optimistisch sein und die Entwicklung wirklich im Auge behalten, weil es sich auch auf unseren Filmstandort Bayern natürlich sehr auswirken kann. Wir haben, lieber Alex Doro, du hast es angesprochen, die Filmförderung, wofür ich auch wirklich dem Landtag dankbar bin, dass er immer auch diese hohen Mittel zur Verfügung stellt und mir da auch nicht negativ reinredet, weil vor unserer Branche ist das immer so normal und Filmförderung, klar, ist völlig, also wir wissen auch, warum der Film gefördert wird. Glauben Sie mir, das weiß nicht jeder im Landtag, das trägt auch nicht jeder im Landtag mit, ohne jetzt wieder irgendjemandem eine Plattform zu bieten. Aber da gibt es durchaus Strömungen, die da sehr dagegen sind. Es gibt auch durchaus Menschen auch in der Bevölkerung, die das nicht verstehen oder denen man erklären muss, warum fördern wir überhaupt Filme, warum ist das wichtig für uns, ja, als Wirtschaftsstandort natürlich, aber vor allem auch mit Blick auf den kulturellen Schatz, den wir haben und der uns extrem wichtig ist. Trotzdem nicht nur nach hinten schauen und sagen, wir verteilen Geld, sondern auch immer wieder gucken, wo geht's hin, auch Richtung Virtual Production, worum wir uns stark gekümmert haben, auch Stichwort LED-Stage geht in die nächste Runde, sei es Hyperbowl, Plaza Media zum Beispiel oder jetzt auch durch die Bavaria mit dem von uns geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekt Bavi Pro, wo es auch um LED-Stage geht und wo wir natürlich ganz andere Möglichkeiten der Produktion mittlerweile haben, ja, und des Filmschaffens und das sollte schon ausgenutzt werden und da geht die Reise letztendlich hin, auch mit Blick darauf, wenn man sieht, dass man vielleicht auch nicht mehr so viel reisen muss, dass man die Wüste eben nicht hundertprozentig in der Wüste abbilden muss, sondern über eine LED-Stage sehr, sehr realistisch eben auch so abgebildet bekommt, ohne dass man ein Flugzeug besteigen muss. Das Thema Green Shooting ist natürlich auch ein großes Thema, dass dort die digitalen Möglichkeiten genutzt werden. Das ist uns besonders wichtig, das Ganze letztendlich zu verknüpfen. Kurzes Stichwort vielleicht noch Wettbewerbsfähigkeit oder auch Reformen der deutschen Filmförderung, weil das was ist, was wir jetzt schon einige Monate sehr stark diskutieren und auch mit begleiten. Wir müssen jetzt schauen, was letztendlich vorgelegt wird. Unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat ja Pläne bekannt gegeben am Anfang des Jahres. Wir hatten gehofft, dass jetzt im Sommer ein Entwurf da liegt. Der ist jetzt noch nicht da, aber im Herbst wird jetzt einer kommen. Wir werden das engmaschig begleiten, weil es natürlich für uns auch große, also nicht nur, dass wir uns einbringen wollen inhaltlich, sondern das wird auch für uns natürlich in Bayern Konsequenzen haben oder dazu führen, dass wir uns darauf einstellen müssen oder anpassen müssen. Wir sind natürlich auch daran interessiert, dass weiterhin sehr viel in Bayern gedreht wird, aber dass dieser Fördertourismus und dieses ständige Rumreisen, dieses Künstliche auch teilweise, um Förderung dann zu bekommen, das ist ja jetzt natürlich nichts, was
wir besonders toll finden oder was wir per se unterstützen würden. Deswegen müssen wir wirklich schauen, wie es sein kann mit Mindestförderquoten der Länderförderer. Da stehen wir auch als bayerischer Filmstandort sehr positiv gegenüber, weil dann mehr Konzentration auch auf den eigentlichen oder auf einen Produktionsort gelegt werden kann. Der Reiseaufwand wird reduziert. Wir sparen natürlich unglaublich Ressourcen in dem Bereich, und zwar jetzt nicht nur für zugunsten des Klimaschutzes, sondern auch Ressourcen, die einfach in der Produktion gebraucht werden und die ansonsten für Reiseaufwand draufgehen. Nichtsdestotrotz ist uns natürlich ein Bayern-Effekt wichtig. Das diskutieren wir auch immer wieder, beziehungsweise ist für uns natürlich auch die Rechtfertigung, warum wir auch Förderung geben, und da muss einfach ein guter Ausgleich gefunden werden. Genauso wie das diskutierte steuerbasierte Anreizmodell, das mir nicht nur geeignet erscheint, international wettbewerbsfähig zu sein, sondern was aus meiner Sicht auch notwendig ist, ebenso wie eine Investitionsverpflichtung, die uns einfach auch wieder konkurrenzfähig macht zu anderen Ländern. Also wenn man dann sieht, dass einfach viele Produktionen auch in Tschechien dann stattfinden, die vorher nicht dort stattfanden, sondern bei uns in Bayern, oder dass es dann Richtung Österreich geht, weil die einfach ein anderes Modell haben, ist das nichts, wo wir uns zurücklehnen könnten und sagen könnten, ja, ist halt so jetzt die Entwicklung, sondern wir müssen da schauen, dass wir da wettbewerbsfähig bleiben auf Dauer und müssen dann natürlich einige Punkte anpassen, und das gilt für uns auch hier in Bayern. Wir werden auf jeden Fall den Prozess weiterhin konstruktiv begleiten, in der Hoffnung, dass es da jetzt auch zügig vorangeht. Zwei Dinge, die mir noch besonders wichtig sind, will ich Ihnen noch nennen, weil wir auch mit unserem Filmgipfel, den wir veranstaltet haben und viele Gespräche geführt haben, mal geschaut haben, wo sind eigentlich die zwei Punkte, wo es noch ein bisschen hakt. Also wo der Freistaat vielleicht noch nicht so hilft, aber auch die Branche noch Nachholbedarf hat. Und das ist zum einen, wir wollen ein Gender Incentive. Frauen sind einfach nicht gut repräsentiert, und ich könnte mich eigentlich in vielen Reden wiederholen, weil, Alex, das gilt leider genauso für die Politik wie auch in der Wirtschaft, dass da einfach noch eine Unterrepräsentanz stattfindet von Frauen. Um das zu verbessern, um da auch effektiv Positionen von Frauen in der Filmbranche zu stärken, wollen wir einen Gender Incentive auf den Weg bringen, stellen dafür jährlich bis zu 300.000 Euro bereit und versuchen dort, ja, also wirklich diese Unterrepräsentiertheit der Frauen zu belohnen, wenn sie eben auf den Positionen sind und die Produktion sich da Mühe gibt und der Film einfach auch mit sehr viel Frauenbeteiligung gedreht wird. Das andere, und das ist mir mindestens genauso wichtig, ist unser Praktikanten-Incentive. Wir haben auch hier Fachkräftemangel, das ist allerseits bekannt, und häufig kommen ja gerade junge Menschen in eine Branche, wenn sie einfach mal vorbeischauen und mal einen Einblick gewinnen können. Und wir haben uns überlegt, eine schlanke, eine unbürokratische Regelung da zu finden, dass pro Praktikantenmonat der Antragsteller 2.000 Euro pauschal erhalten kann, insgesamt mit der Produktion 10.000 Euro, um einfach auch Praktikanten anstellen zu können, ja, und dafür zu sorgen, dass junge Leute in die Produktion kommen, sich das anschauen können, aber dass man sie auch adäquat bezahlen kann. Das ist natürlich auch für die Produktion ein Problem, und damit haben wir einen gewissen Anreiz, um vielleicht auch dazu, der dazu führt, dass viele junge Leute dann dabei bleiben. Es sind Mittel von einmalig 500.000 Euro stehen zur Verfügung, und wir hoffen einfach, dass sich das jetzt gut angeht, dass letztendlich sowas auch was bringt, und schauen dann einfach mal, ob man da noch was anpassen muss oder was da die Zukunft bringt. Ich möchte mich herzlich bedanken bei der CSU-Fraktion, bei dir, lieber Alex Doro, der du mich auch unterjährig bei dem Thema begleitest und unterstützt, aber dass wir heute auch wieder uns treffen können, ein Panel veranstalten und die tiefen Einblicke in die Branche bekommen, aber grundsätzlich auch bei der ganzen Branche, egal wo, hinter, vor der Kamera, eher den wirtschaftlichen Aspekt, eher den kreativen Aspekt, ich stelle da immer noch eine große Offenheit fest und eine sehr gute Verbindung, die uns einfach allen was bringt. Mir, weil ich immer einen guten Blick in die Branche hinein habe, die Branche aber selber, weil sie auch dafür sorgt, dass dann die politischen Rahmenbedingungen einfach stimmen, die sie letztendlich auch brauchen. Dafür möchte ich herzlichen Dank sagen, so am fast Ende der Legislaturperiode. Hoffe, dass wir das auch die nächsten Jahre gut zusammen hinbekommen, und darf mich jetzt fürs Zuhören bedanken. Vielen Dank, Frau Staatsministerin, liebe Judith. Über die üblichen Komplimente hinaus, ich darf das zurückgeben, es bewegt sich wirklich was, seit du das hier in die Hände genommen hast, und das ist gut so. Herzlichen Dank dafür. Ja,
Wir kommen zu unserem Panel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf beginnen vielleicht mit einem Zitat des Fachmagazins Filmpuls, das es vor einiger Zeit geschrieben hat. Ich zitiere: Eine der größten Veränderungen, die die Produktion von Film und Video je gesehen hat, steht vor der Tür. Sie heißt Virtual Production und wirft so ziemlich alle Produktionswege über den Haufen, die seit der Erfindung des Filmes Gültigkeit besaßen. Die Art, wie Filme gemacht werden, ändert sich damit fundamental. Zitat Ende. Also das heißt, das Zeitalter der Digitalisierung, es ist ja bekannt, hat neue Technologien hervorgebracht, die wir beispielsweise aus der Computerbranche schon länger kennen, Computerspiele. Jetzt ist diese Technik im Begriff, auch die Filmproduktion zu revolutionieren. Die Realität im Studio und virtuell erzeugte Kulissen verschmelzen miteinander, Stichwort Mixed Reality, ermöglicht wird es durch modernste LED-Technologie. Und das erweitert natürlich zunächst mal die kreativen Möglichkeiten für Darstellung, für Inszenierung von Inhalten, beinahe unbegrenzt. Es bedeutet aber natürlich auch erhöhten technischen Aufwand, auch mehr Geschwindigkeit, mehr Effizienz in der Produktion. Echte Kulissen, echte Drehorte fallen weg, beziehungsweise werden durch virtuelle oder fotorealistische Einblendungen ersetzt. Auch die nachträgliche Postproduktion, auch ein wichtiger Faktor, wird teilweise obsolet. Und auch viele Berufe am Set und im gesamten Produktionsprozess sind davon natürlich betroffen. Wir wollen heute der Frage gerne nachgehen, was bedeutet das für die Filmproduktion und was bedeutet es für den Filmstandort Bayern? Wie sieht die Filmproduktion der Zukunft aus? Welche Chancen bieten diese neuen Produktionstechniken? Und davon ausgehend wollen wir auch das Thema Filmproduktion insgesamt näher beleuchten. Vor welchen Herausforderungen stehen wir hier in Bayern? Stichworte Kosten, Fachkräftemangel, Reform der Filmförderung. Wie attraktiv sind wir als Standort national und auch für große internationale Koproduktionen? Wie attraktiv sind wir noch oder auch wieder? Wie bringen wir alles unter einen Hut? Qualitativ guten Content, wirtschaftlichen Erfolg und nicht zuletzt natürlich auch ökologische Nachhaltigkeit in der Filmproduktion. Die Ministerin hat es angesprochen. Über diese Fragen wollen wir heute gemeinsam diskutieren, gemeinsam mit Oliver Berben. Ich darf Sie bitten, hier aufs Podium zu kommen. Herr Berben, herzlich willkommen. Oliver Berben ist Produzent, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Konstantin Film AG, seit den 90er Jahren als Produzent und Regisseur erfolgreich, insgesamt über 200 Kino- und Fernsehfilme sowie Serien produziert. 1996 haben sie die Movie GmbH in Berlin gegründet, später eine Tochtergesellschaft der Konstantin und seit 2009 Geschäftsführer und seit 2021 stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Konstantin Film AG. Ich glaube, die Produktionen sind nicht nur kommerziell und beim Publikum erfolgreich, sondern auch vielfach preisgekrönt. Ich erinnere mich mit Freuden, letztes Jahr für Fernsehfilm die Wannsee-Konferenz 2022, gar nicht lang her, ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis. Wie gesagt, herzlich willkommen. Ich möchte Anja Metzger begrüßen. Sie ist auch bei unserem Panel. Wo ist sie? Da ist sie. Frau Metzger, herzlich willkommen. Die Leiterin von Film Commission Bayern, das ist unter dem Dach des FFF Bayern die erste Informations- und Anlaufstelle für nationale und internationale Produktionsfirmen und bildet auch für Produzenten und Genehmigungsbehörden eine wichtige Schnittstelle und Moderationsstelle. Film Commission Bayern unterstützt für optimale Drehbedingungen, hat 2014 bereits die Standortinitiative Filmkulisse Bayern ins Leben gerufen. Das ist aus bayerischer Sicht deswegen interessant, weil alle Regionen Bayerns sich ja eigentlich für Drehs eignen, aber das muss man halt auch entsprechend vorbereiten und bekannt machen. Da haben sie sich große Verdienste erworben. Und darüber hinaus bewirbt sie den Film- und Medienstandort Bayern auch auf internationalen Festivals und Märkten. Aus meiner Nachbarschaft zu Hause in Penzing bei Landsberg begrüße ich Joe Neurauter. Herzlich willkommen. Filmproduzent mit Hollywood-Erfahrung, 10 Jahre in den USA, glaube ich, ist richtig so, ne? 12 Jahre in den USA, dort die Produktionsfirma Occupant Films aufgebaut, Filme gemacht mit Stars wie Ben Kingsley und Arnold Schwarzenegger. Als Geschäftsführer der Penzing Studios, Betriebsgesellschaft, maßgeblich am Aufbau der Penzing Studios in der Nähe von Landsberg beteiligt. Eines der größten Film- und Fernsehstudio-Projekte in ganz Deutschland und auf der Basis moderner Virtual Production Technologie. Herzlich willkommen. Und schließlich begrüße ich Herr Dr. Johannes Steurer. Grüß Gott. Als Entwicklungsleiter bei ARRI, unter anderem bereits an Entwicklung des Filmbelichters ARRI Laser beteiligt, der 2012 mit dem Technik-Oscar ausgezeichnet wurde. Sie sind Koordinator des Projekts Bavi Pro. Das ist ein Konsortium, getragen aus ARRI, den Bavaria Studios und den Eyeline Studios München.
Forschungs- und Innovationsprojekt, das mit dem Aufbau eines Mixed-Reality-Studios mit modernster LED-Bühne in den Bavaria-Studios die neueste Technik aus der Film- und Medienbranche miteinander verbindet und für den Filmstandort Bayern auch nutzbar machen will. Auch Ihnen herzlich willkommen. Ich komme jetzt mal zu Ihnen. Und wir wollen versuchen, gemeinsam so ein bisschen zu beleuchten, welche Möglichkeiten, welche Ausblicke wir haben. Beginnen wir vielleicht einfach mit dem technischen Wandel. Unsere bisherige Vorstellung vom klassischen Dreh ist ja ziemlich über den Haufen geworfen worden durch diese neue Technologie. Die Vorstellung nachgebaute Fernsehkulissen, alle Mitwirkenden direkt am Ort, am Set oder aber auch Greenscreen-Produktion als Gegenteil. Inwieweit entspricht dieses Bild, das klassische Bild, noch der Realität? Gibt es die eigentlich noch? Wer möchte darauf antworten? Ja, bitte, Herr Neurauter. Ja, die klassische Realität ist noch dominant, sagen wir so. Also muss sagen, die Virtual Production steht immer noch am Anfang. Es ist vor allem die Blockade in den Köpfen der Kreativen, aber auch der Produktionsleiter, die die Tools nicht verstehen noch. Aber es geht relativ schnell. Wir sehen es vermehrt bei Produktionen, die zu uns kommen. Wir haben ja mit der Hyperbowl die größte Virtual Stage in Deutschland in den Pensing Studios. Annahme der Produktion am Anfang so ist, das ist noch zu weit weg, das verstehen wir nicht. Und wenn man in den Dialog gerät, dann werden es mal 5 Drehtage, mal 10 Drehtage. Und wenn die Leute dann sehen, welchen Impact es auch hat auf Kosten, Workflows, Nachhaltigkeit, wird man einfach sehen, dass in Zukunft dieser Kuchen der Virtual Production größer sein wird. Und ich glaube, was ganz wichtig zu betonen ist, weil es auch viele Zweifler gibt, dass Virtual Production in 2 Jahren anders aussehen wird wie heute. Wir stehen erst am Beginn der technologischen Entwicklung, auch Artificial Intelligence Themen, die jetzt hier natürlich mit reinspielen. Mhm. Das heißt, die These, dass sich in den nächsten Jahren die Art und Weise, wie wir Inhalte herstellen, verändern wird, können wir aus der Praxis und in R&D auf der technologischen Seite absolut unterschreiben. Gibt es da Prognosen? Also wie ist der Anteil und wie wird der Anteil sein, wenn Sie sagen, in 2 Jahren wird es deutlich anders aussehen? Also wir sehen definitiv jetzt bei Projekten, wo man sagt, momentan werden vielleicht 5-10% der Produktion so umgesetzt, Möglichkeiten, dass 30-40% der Produktion bei gewissen Projekten jetzt schon so umgesetzt werden könnte. Und natürlich gibt es Projekte, die sich aus kreativer Sicht speziell dafür eignen, wo natürlich auch ein Großteil dieser Produktionen so umgesetzt werden können. Herr Berben, was bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Arbeit am Set? Was bedeutet das für die Schauspieler? Gibt es da Erfahrungen aus Ihrer Sicht? Muss man die auch anders casten? Muss man die auch anders holen? Nein. Also die Erfahrung, die wir haben ja gerade in Pensing gedreht, eine große Produktion. Und das ist nicht die erste gewesen. Im internationalen Bereich gibt es die Form der Produktion schon länger. Und die Produktionen in den Virtual Hubs sind auch sehr unterschiedlich zu betrachten. Es gibt eine vollständig wandelnde Technologie über die LED-Screen-Backgrounds, aber auch über den herkömmlichen Greenscreen-Background, der noch existiert, immer im Verbund mit der Unreal Engine. Das ist jetzt sehr fachlich alles. Aber der Fakt ist, glaube ich, der, dass es für die Schauspieler, um mal konkret auf die Frage zu kommen, natürlich ein sehr viel angenehmeres Herstellen von Szenen und von Produktionen ergibt, wenn sie sich in einer Umgebung befinden, die sie sehen und die sie spüren und fühlen können. Und das ist beim LED-Hub auf jeden Fall der Fall. Insgesamt ist, glaube ich, der wichtige Punkt der, dass diese gesamte Technologie sehr am Anfang ist, dass die Kreativen genauso wie die Produktionsmitarbeiter überhaupt erst an die an das Arbeiten damit herangeführt werden. Das war übrigens in der Filmindustrie immer schon so. Sie haben eine neue Technologie, die entsteht. Das dauert eine Weile und irgendwann übernehmen die Kreativen dann die Technologie und bringen sie in ihre Geschichten ein und die Geschichten werden danach entwickelt. Wenn Sie einfach nur den Übergang gesehen haben von der Einführung von, weiß ich nicht, DVDs oder von jetzt dem Streaming. Das hat auch immer zu einem kreativen Veränderungsprozess bei den Menschen hinter der Kamera, auch bei dem Arbeiten der Schauspieler und so weiter geführt. Grundsätzlich glaube ich nicht, weil Sie das gesagt haben, dass es Angst oder Respekt vor neuen Technologien gibt. Das ist im Film wahnsinnig fehl am Platz, weil
die gesamte Geschichte des Films eigentlich immer nur aus technischen Weiterentwicklungen und Innovationen bestand und dementsprechend die eigentlich immer sehr führend auch in Anspruch genommen wurden. Es dauert seine Zeit und die Technologien bleiben auch nicht stehen, es entwickelt sich weiter. Insgesamt ist es Frau Gerlach hat es vorhin auch gesagt, auf vielfältigen Ebenen eine großartige Entwicklung, die man sich annehmen kann, die man sich annehmen wird. Es ist leider bei Weitem nicht so, dass das alles günstiger ist, um es auch gleich mal zu sagen. Oder einfacher ist, noch nicht. Aber das wird sich natürlich verändern. Wir reden auch jetzt nur von dem Filmbereich. Was ist mit dem gesamten non-fiktionalen Entertainment-Bereich? Was ist mit dem Showbereich, in dem virtuelle Stages schon lange auch benutzt werden? Da gibt es sehr, sehr viel mehr Einsatzformen als jetzt nur der klassische Film. Sie möchten direkt was dazu sagen? Ja, eine Sache zum Thema günstiger. Das Thema günstiger ist weniger der Technologie geschuldet, sondern veralteten Workflows und Pipelines. Also momentan, deswegen habe ich gesagt, das ist noch nicht in den Köpfen der Produktionsleiter angekommen, ist, dass man eigentlich einen klassischen Setup mit Crews etc. hat und da fragen ja, was kostet denn die LED-Stage pro Tag? Das ist die falsche Herangehensweise. Man muss einfach die Workflows, die Pipelines komplett neu denken. Wie gesagt, es fallen gewisse Berufsbilder weg, andere kommen hinzu. Aber generell ist es schon so, dass man auch jetzt schon mit kluger Planung und voraussichtiger Planung die Produktionen so planen können, dass es nicht mehr teurer ist als ein klassischer Filmdreh. Damit haben Sie meine zweite Frage fast schon beantwortet, aber Herr Dr. Steuerer, den drängt es auch, was zu sagen. Danke. Also ich würde da gerne anschließen, weil ich sehe hier ein Komplexitätsthema. Na, wir haben hier Technologien, die zusammenkommen, die nicht dafür gemacht waren, dass sie in der Filmproduktion gemeinsam eingesetzt werden. LED-Wände sind für Außenwerbung entwickelt worden. Game Engines sind für Game Design und Gamespielen, Computerspiele gemacht worden. Es kommen hier Technologien zusammen, die in einer neuen Art angewendet werden, die eben, wie gesagt, auch neue Kompetenzen von den Leuten brauchen. Und ich glaube, das, was dem Ganzen ein bisschen zugrunde liegt, ist ein dringendes Bedürfnis, auch seitens der Filmschaffenden, die alten Workflows, wie Sie das gesagt haben, hinter sich zu lassen, agiler zu werden, in den Entscheidungen schneller zu werden, Entscheidungen nach vorne zu verlagern und das jetzt eben gepaart mit einer neuen Technologie versuchen zu realisieren, wo man, glaube ich, im Moment alle viel Potenzial drin sehen. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Auf der technologischen Seite, das ist ja so meine Domäne ein bisschen, die ich auch vertrete, das sind viele Detailprobleme, die man lösen muss, damit es dann auch zusammenspielt und damit die Kreativschaffenden, die Oberbeleuchter, die Kameraleute, die Schauspieler, damit die sich auch wohlfühlen, mit dieser Technik zu arbeiten und nicht von, was weiß ich, Computerfreaks irgendwie an den Rand gedrängt werden, der dann sagt, ich weiß, wie das alles funktioniert, sondern dass man die Gewerke, die klassischen Gewerke letztendlich auch auf dieser Reise mitnimmt und ihnen eine Chance gibt, dorthin zu kommen. Das ist, Entschuldigung, wenn ich sage, aber das ist genau der wichtige Punkt. Man kann natürlich leicht sagen, ja, das muss aus den Köpfen der Leute raus, das ist Unsinn. So funktioniert Wandel auch nicht, sondern es ist genau, wie Sie beschreiben, die Bereitschaft dafür entsteht immer aus dem kreativen Aspekt. Das ist in unserer Branche einfach so. Und in dem Augenblick, wo die Menschen begreifen, dass das einen effektiven Mehrwert für sie gibt, dann wenden sie ihn an. Das ist ganz einfach. Es war genauso im Übergang vom physischen Schnitt zum Avid-Schnittsystem, wo alle gesagt haben, setz dich nicht durch. Oder damals mit Arri. Wir haben damals die erste digitale Produktion überhaupt mit Arri zusammen gemacht, mit der D21 noch. Jeder Kameramann, jeder Postproduktionssupervisor hat gesagt, digitales Film wird sich niemals durchsetzen. Es sieht immer schlechter aus als Film. Ist alles Humbug. Aber am Ende geht es genau darum, was Sie sagen. Es hat nicht so viel damit zu tun, die Leute erziehen zu wollen und zu sagen, sie müssen umdenken, sondern man muss es ihnen schmackhaft machen darüber, dass es Möglichkeiten gibt, und die sind in der Tat da, die so einmalig sind, die auch im Storytelling und in der Kreativität so viel freisetzen, dass sie das machen wollen. Das ist der Punkt. Sie nicken beifällig und haben sich das Mikrofon gegriffen. Sie wollen dazu was sagen? Ja, unbedingt. Genau, und darum geht es ja. Es geht um Angebote schaffen. Ja. Und ich glaube, das machen wir jetzt gerade aus dem Standort Bayern heraus. Also ich freue mich über all die Initiativen, die hier wunderbar unterwegs sind, die uns als Filmkommission natürlich auch sehr helfen, den Standort insgesamt zu verkaufen. Das On-Location ist eine. Wir bieten aber jetzt natürlich immer das Angebot der virtuellen Produktion
mit an. Und wir erleben natürlich die Vorbehalte, gerade in doch einer etwas älteren Generation auch schon, die sich das anschauen. Und wir haben das auch damals erlebt. Oh gut, ich schicke, weiß ich nicht, als die E-Mail kam, ich schicke lieber einen Fax, da weiß ich, es kommt an. So ist das im Moment auch noch ein bisschen. Ich schaue mir das an. Die jüngere Generation ist da deutlich aufgeschlossener, was das Ganze angeht. Und John Neurath hat es auch gesagt, wenn man die Leute dann da hat, ihnen das präsentiert, man merkt dann wirklich, dann arbeitet es in den Köpfen, dass man sich im Projekt insgesamt vielleicht einfach nochmal anders anschaut. Und ich glaube, darin liegt es einfach, das Schaffen der Angebote und natürlich der Weiterentwicklung. Es funktioniert noch nicht für alles, das haben Sie ganz klar gesagt, aber ich denke, da wird fleißig, also soweit ich es mitbekomme, überall an allen Stellen gearbeitet, um das tauglich zu machen für die Filmproduktion insgesamt. Direkt dazu noch? Genau, ich glaube, dass das Beispiel der Übergang von analogen Kameras zu digitalen ist ein sehr gutes. Ja, ich kann mich noch erinnern, 2005, die Hälfte aller Kameramänner, mit denen man damals gesprochen hat, gesagt, ich drehe nie digital. Und 2-3 Jahre später gab es keine Labs mehr, wo man Filmstock entwickeln konnte. Und eine gewisse Firma namens Kodak war in der Insolvenz. Also ich glaube, es wird relativ rasch zu einem Tipping Point kommen, wo die Technologien einfach dann auch relativ schnell dieses Thema vorantreiben wird. Und wie gesagt, wir sehen es jetzt auch jetzt mit jedem Drehtag an Erfahrung, den Filmschaffende sammeln und auch eine Verbesserung der Technologie, wird sich das Thema wahrscheinlich schneller entwickeln, als man sich das denkt. Auch jetzt noch eben mit dem Einfluss der KI. Wir haben es hier mit einer exponentiellen Technologie zu tun und deswegen glaube ich, dass die Technologie oder das Thema schneller voranschreitet, als wir alle denken. Ich glaube, es ist tatsächlich überall so. Nur ein Throwback bei meiner Fernsehvergangenheit, daran sehen Sie, wie alt ich bin. Ich habe noch mit Filmschnitt zu tun gehabt, ganz am Anfang. Da hieß es, die Matz wird sich nie durchsetzen. Heute ist die Matz vorbei, es ist voll digital. Also ich denke, das ist überall so und es ist auch gut so, dass es so ist. Ich würde gerne noch mal kurz auf Herrn Dr. Steurer zurückkommen. Was können denn Technologieführer wie ARRI heute an Systemlösungen in diesem Bereich bieten und welchen weiteren Innovationssprünge erwarten Sie da? Ja, ich meine, ARRI, Traditionsunternehmen, über 100 Jahre alt, hat sich, glaube ich, mehrfach gewandelt. Das, was uns die letzten Jahre geprägt hat, war, Gerätehersteller auf höchstem Niveau zu sein. Das beste Bild ist so ein Synonym für das, was wir mit unseren Kameras, aber auch mit unserem Licht als Gerätetechnik anbieten. Da sind wir ja weltweit unterwegs. Und unser Vertriebschef ist jedes Jahr stolz, weil wir um den Zeitpunkt immer auch so eine kleine hausinterne Veranstaltung haben, wenn die Nominierungen für die Oscars rauskommen und er sagen kann, 80% der Produktionen sind mit unserem Gerät gemacht worden. Also das ist sicher eine tolle Auszeichnung, aber die Frage ist natürlich, genügt es auch für die Zukunft, wie geht die Reise weiter? Wie gesagt, ARRI hat sich mehrfach auch neu erfunden. Oliver Berben hat es gerade gesagt, Übergang analoge Kamera zu digitaler Kamera, haben wir einen Übergang geschafft, den hat Kodak nicht hingekriegt. Die sind in dem Zusammenhang aus der Kurve geflogen und wir haben uns in den digitalen Geräten und in den LED-Scheinwerfern sehr gut positionieren können. Und wir sehen aber jetzt sozusagen einen nächsten Wandel, nämlich eine Digitalisierung der Workflows oder eine Virtualisierung auch der Produktionsmethoden. Und damit mittelfristig natürlich auch ein Rückgang der Bedeutung der physikalischen Geräte. Das heißt, wir sind dabei und dafür haben wir ja auch Anfang des Jahres, im April ist es vorgestellt worden, eine neue Business Unit gegründet, die heißt Solutions. Die hat drei Schwerpunkte. Das eine ist das Thema Virtual Production, das zweite sind integrierte Studiolösungen und das dritte sind Workflow-Innovationen. Das heißt, es sind alles Themen, wo wir uns um Lösungen auf einer Systemebene kümmern, wo es darum geht, die Geräte miteinander datentechnisch auch zu vernetzen. Heute reicht es nicht, dass die Leute miteinander reden. Ich habe an der Kamera das Knöpfchen gedrückt, du mal am Mikrofon das Knöpfchen, sondern dass diese Geräte eben digital miteinander kommunizieren und dass wir uns dort, das ist so das, wo wir im Moment gerade auch businesstechnisch aufgestellt sind, dass wir Studios in unterschiedlichen Komplexitäten designen, bauen und zum Teil auch mitbetreiben. Was wichtig ist an der Stelle, das sind immer Dinge, die man mit der Komplexität und mit der Entwicklungsgeschwindigkeit, die wir heute vorherrschen haben, in Partnerschaften machen müssen.
Also zu versuchen, das alles früher aus der Türkenstraße, heute aus der Herbert-Bayer-Straße heraus zu erledigen, das geht leider nicht mehr. Jetzt würde mich noch interessieren in dem Zusammenhang, bevor wir vielleicht zum Thema Standort kommen, Herr Berben, oder auch an Sie alle, welche Rolle wird in Zukunft die KI spielen, die künstliche Intelligenz, die kreative Intelligenz? Ich habe kürzlich eine Podiumsdiskussion zu dem Thema gehabt und da hat mir jemand gesagt, die ganze KI ist im Prinzip eine einzige Kränkung des menschlichen Geistes. Das kann man so sehen, dennoch ist sie da und wir müssen damit umgehen. Welche Rolle wird die denn in diesem Bereich spielen? Das ist aber jetzt ein eigenes Panel, das wissen Sie. Das ist ein eigenes Panel, ich würde es trotzdem dann anreißen, vielleicht auch als Anreiz für eines der nächsten Panels, die wir machen. Vielleicht, ich will nur für die Zuschauer sagen, weil wir immer die ganze Zeit über Workflow reden, viele von den Menschen wissen das nicht genau, was da gemeint ist. Also grundsätzlich ist die klassische Filmherstellung in vier Teile eingeteilt. Das eine ist der Entwicklungsbereich, dann gibt es den Vorproduktionsbereich, die Pre-Production, in dem sozusagen der physische Dreh vorbereitet wird. Dann gibt es als dritten Punkt den physischen Dreh selber und danach die Post-Production. Und was der wesentliche Punkt in dem Wandel jetzt ist, dass diese Reihenfolge mit Ausschluss der Entwicklung, da können wir dann gleich zur KI kommen, mit Ausschluss der Entwicklung verändert die sich danach. Das heißt, Post-Production, Pre-Production, diese Systematiken wird es in der Form nicht mehr geben, beziehungsweise werden sie nach vorne gelagert. Die Entstehung der Filme im digitalen Bereich geschieht am Anfang und das Drehen am Ende ist dann eigentlich nur noch der Zusatz, der entsteht. Es ist ein komplett unterschiedlicher Gedanke zu dem, wie bisher die letzten, 150 Jahre Film hergestellt wurde. Und deswegen ist der Wandel so extrem groß und deswegen hat er auch so viel mit der Verbindung von Technologie und Kreativität zu tun, weil es darum geht, dass die Menschen anfangen müssen, sich zu einem anderen Zeitpunkt Gedanken zu machen, wie das Projekt, der Film, die Serie, was auch immer das ist, am Ende aussehen soll, als das bisher der Standpunkt war. Und da kommen auch die vielen Herausforderungen her. Also nur noch mal das zu sagen. Und jetzt zur KI zu kommen. Also es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Bereich, es ist so gemein, weil so eine kurze Frage hingeschmissen, es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Bereich, in dem die KI keine Rolle spielen wird. Also die Kollegen können das sicherlich aus der technologischen Seite 100-mal besser erklären. Ich kann es versuchen, aus der künstlerisch-Entwicklungsseite anzugehen, wobei auch das schwierig ist. Wir haben eine Möglichkeit jetzt, und das würde mich sehr freuen, wenn das so gesehen wird. Also das ist eine Riesenchance und es ist keine Bedrohung, sondern es ist eine große Chance, ein neues Werkzeug. Und es ist ja von Menschen gemacht. Es ist ja jetzt nicht irgendwie von woanders her gekommen. Und in dem Augenblick, in dem sich die KI jetzt befindet, ist es auch immer noch der wirklich ganz, ganz kleine Anfang. Also wenn wir über ChatGPT reden, ist dieses Element, also diese Technologie momentan, viele wissen das, nicht an dem Internet dran, sondern die ist an einer Kopie des Internets, die bis zum Jahr 2021 geht und auf die Daten zurückgreift. Das heißt, die echte sozusagen Einbindung in die Welt, in die komplett vernetzte Welt, die wir heute haben, hat noch gar nicht stattgefunden auf der breiten Ebene. Die kommt erst noch. Und die wird natürlich wahnsinnig viel dann nochmal verändern. Es gibt wahrscheinlich keinen einzigen Bereich, um Ihre Frage zu beantworten, in dem es keine Rolle spielen kann. Ich probiere mich mal auf den nicht technischen Bereich zu konzentrieren, kurz nämlich den der Entwicklung von Stoffen, weil das ist eine große Frage, wie geht man in Zukunft damit um, Geschichten zu erzählen, sie zu schreiben, sie zu entwickeln. Und da gibt es bereits jetzt, viele von Ihnen wissen, es gibt einen Streik in den Vereinigten Staaten gerade von der WGA, von der Autoren gilt dort, in dem das übrigens eines der Punkte ist. Wie wird Urheberrecht behandelt? Momentan muss man sagen, wenn gesagt wird, es gibt da kein Urheberrecht, das ist falsch. Natürlich gibt es Urheberrecht. Das Material, aus dem sich die KI speist, ist ein von Menschen gemachtes Material. Das ist ja nicht sozusagen komplett ausgedacht, sondern noch ist das so. Das mag in Zukunft anders werden und kann auch in Zukunft anders sein, aber dementsprechend ist auch hier das sozusagen fluide zu betrachten und nicht zu sagen, es gibt jetzt eine Regel, so machen wir das und dann wird das für die nächsten 10 Jahre so sein. Das wird nicht passieren. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es im entwickelnden Bereich darum geht, dass die Autorinnen und Autoren ein Werkzeug an die Hand bekommen haben, mit dem sie arbeiten können. Und natürlich wird es nicht darum gehen, dass ich ChatGPT schreibe, schreib mir bitte ein Drehbuch über die neue Folge von The Home is the Home, sondern möglichst das als
Ping-Pong-Partner sehe und als Spielpartner, in dem ich besser werden kann, als ich bin. Und deswegen ist, glaube ich, der wichtige Ansatz, und das geht sicherlich auch in die Technologie rein, das als Chance und als Partner wahrzunehmen und die Ressentiments, und da sind wir in Deutschland leider sehr gut drin, die Angst sozusagen von allem immer an erste Stelle zu heben, dass man das zur Seite nimmt. Weil wenn wir das nicht tun, werden wir im nicht nur internationalen, aber doch internationalen Vergleich, in dem sich die Filmproduktion befindet, extrem schnell ins Hintertreffen geraten. Ich danke herzlich für diese ausführliche Antwort. Nein, es ist ein eigenes Thema und ein eigenes Panel. Ich nehme das mit für künftige Veranstaltungen. Aber Ihre ausführliche Antwort zeigt mir, dass es, glaube ich, auch wirklich gut ist, wenn wir uns damit befassen. Und zwar nicht nur aus Sicht der Bedenkenträger, sondern derjenigen, die die Chancen auch darin sehen. Ich glaube, das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Frau Dr. Metzger, ich möchte noch mal kurz auf den Filmstandort Bayern aufgehen. Seit jeher ein national wie international ein starker Akteur. Wie ist denn der Filmstandort Bayern aus Ihrer Sicht auf diese Produktionstechniken vorbereitet? Und welche Akteure, Netzwerke sind für eine Virtual Production für Bayern entscheidend aus Ihrer Sicht? Also, wie gesagt, muss sagen, das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat während des Lockdown, in der Tat. Wir hatten mit großer Aufmerksamkeit den Dreh von The Mandalorian beobachtet und gesagt, gut, da kommt was ganz Neues auf uns zu. Und es war wirklich interessant, dass ein befreundeter Aufnahmeleiter irgendwann anrief und sagte, ich glaube, du musst mal in die Messe raus. Wir drehen hier gerade eine Werbung, da passiert irgendwas. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie die Erfindung des iPhone. Und mit Sondergenehmigung und Fahrrad, frische Luft, wirklich raus in die Messe und uns das angeschaut. Und da stand sie dann, die Hyper Bowl. Es gab dann die Stage in L.A. Und es gab die Hyper Bowl Best Hidden Secret in Bayern, muss man sagen. Es ist einfach passiert. Es haben sich hier vier kluge Firmen zusammengetan und etwas geschaffen und gesagt, das ist eine Reise, die könnte für ganz viele funktionieren. Und mit großen Anstrengungen, darf ich so sagen, Joe, nicht zuletzt auch dank Ihrer Unterstützung, ist es gelungen, all dieses Know-how hier am Standort Bayern zu halten. Jetzt draußen auf dem Gelände der Pensing Studios und eine zweite Stage, die schon läuft, in der Plaza Media draußen. Alle, was Sie entwickeln, Herr Dr. Steurer, auf dem Gelände der Bavaria Filmstudios. Ich denke, wenn man sich auch so in Deutschland umschaut, das ist wirklich, also da haben wir im Moment wirklich die Nase vorn und stehen hier, sind wirklich sehr gut aufgestellt in Kombination mit all den anderen Clustern, sage ich mal, die produktionstechnisch wirklich relevant sind und gut aufgestellt, sind wir wirklich gut aufgestellt. Das würde mich gleich überleiten zum Thema Pensing Studios ganz konkret. Zur Bavaria kommen wir dann auch noch. John Neurauter, das ist ja schon eine eigentlich rasante Erfolgsgeschichte, die wir da erleben. Als örtlicher Abgeordneter konnte ich sehr hautnah miterleben und auch ein bisschen dran mitbauen, was unsere Seite betrifft. Vor ein paar Jahren sind dann noch die Transall-Maschinen abgehoben und der Teppichklopfer, die Bell UH1D. Ich bin mit dem Geräusch aufgewachsen. Jetzt haben wir Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe in dem kleinen Ort Pensing. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Erfolgsgeschichte? Was wird in Pensing heute produziert und welche weiteren Schritte auf dem Weg, auch was die staatliche Förderung betrifft, wie Ihre Wünsche da aussehen, das würde mich jetzt interessieren. Also für mich als Produzent, hier ansässiger Produzent, der in erster Linie an größeren internationalen Produktionen gearbeitet hat, war das Thema in Bayern immer die Knappheit an Facilities. Die Bavaria ist sehr gut ausgelastet und immer wenn man ein Projekt hatte und Schauspielerverfügbarkeit und sehr oft ging es dann einfach, waren entweder keine Verfügbarkeit, nicht immer und dann auch bei größeren Produktionen einfach die Flächen, die dort benötigt werden, dass die hier auch tatsächlich abgebildet werden können. Also so kam ich zu dem Thema und es tat sich dann in diesem Konsortium, Gründerkonsortium, jetzt diese Möglichkeit auf, den Standort in Pensing zu entwickeln. Und es ist wirklich ein einzigartiger Standort. Also die Größe des Geländes, es sind 270 Hektar. Es sind hier 15 Bestandshallen, die in Studios konfiguriert werden können. Wir sind jetzt in 4 Studios live. Wir haben für das Projekt der Konstantin, den neuen Film von Borat Akdekin, das Studio 5 aufgemacht, das jetzt eines der größten Studios in ganz Europa ist. Es ist eine 9000
Quadratmeter Halle mit 5500 Quadratmetern Studio Space, 16 Meter Höhe. Ohne Stützen. Ohne Stützen. Auch richtig, genau. Und nochmal 3.500 Quadratmeter Büroflächen herum, also auch diese ganzen Zusatzflächen, die einfach Produktionen immer benötigen. Und das ist für Großproduktionen ein absolutes Highlight und ein USP. Wir haben extremen Zuspruch national, also kann man glaube ich auch sagen, ursprünglich war angedacht bei dem Konstantin-Projekt, dass es in der Czech Republic gedreht wird. Es war ein großes Vote of Confidence für die Penzing Studios, aber auch für den Standort Bayern, dass die Produktion hier geblieben ist. Und wir konnten jetzt mittlerweile auch einige große internationale Produktionen an Land ziehen. Wir hatten das Remake des Films The Crow hier, eine 70 Millionen Dollar Produktion, die auch die ganze Virtual Production in Penzing gemacht hat. Wir haben momentan das Remake des Films Silent Hill, das hier dreht. Und wir haben jetzt seit 2 Wochen in den Penzing Studios, und ich kann jetzt leider noch keinen Namen nennen, aber es ist uns gelungen, eine große amerikanische Streaming-Produktion mit Weltstars dazu zu gewinnen, in Penzing zu drehen. Haben auch den Mitbewerber Babelsberg ausgestochen, sind seit 1. Juni jetzt in den Studios und werden bis 1. März in Penzing bleiben. Und das ist ein Budget im neunstelligen Bereich. Ein Großteil davon wird in Bayern ausgegeben. Ich glaube, wird ein Gamechanger für den Standort Penzing, aber auch für den Filmstandort Bayern. Wir mussten natürlich Crew jetzt auch einiges aus Berlin holen. Und es ist wirklich einfach ein Testament jetzt für den Standort Penzing, was sich hier abbilden lässt. Und darauf lässt sich aufbauen. Sie werden es mir nicht nachsehen, oder Sie werden es mir nachsehen, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drüber. Okay. Ich würde trotzdem gerne auch noch kurz konkretes Projekt LED-Studio bei der Bavaria Film sprechen. Auch der Medienstandort Geisel-Gasteig hat sich ja längst zu einer digitalen Bewegtbild-Campus weiterentwickelt. Kern dieses Projekts, Bavipro, glaube ich, ist es, ne? Ist der Aufbau einer LED-Bühne für Mixed-Reality-Produktion in Bavaria Studios. Wie sieht es da aus? Wie geht es da weiter? Ja. Also wir haben mit diesem Projekt einen ganz anderen Schwerpunkt, als das jetzt in Penzing der Fall ist. Ich sehe da auch keine direkte Konkurrenz jetzt irgendwie in dem Sinne. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Es ist ein Projekt, das ist vom Digitalministerium initiiert und gefördert worden. Und zwar nicht als eine Art Filmförderung, sondern als ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Und Forschungs- und Entwicklungsprojekte haben andere Regeln der Förderung. Das heißt, was dort gefördert wird, ist im Grunde genommen der Risikoanteil in einer Forschung zu sagen, könnte das gehen, wie muss man das weiterentwickeln, damit es funktioniert, und eigentlich überhaupt keine Investitionsförderung, dass man jetzt die Investition von der LED-Wand dort finanziert, sondern das Projekt war dementsprechend auch eben mit 3 Partnern, in alphabetischer Reihenfolge Ari, Bavaria und Eyeline Studios, ohne da jetzt eine Bedeutung den Partnern beizumessen. Und wir haben das in 2 Phasen organisiert. Die erste Phase war, dafür zu sorgen, dass die technologischen Grundlagen geschaffen werden, dass die Geräte, also zum Beispiel die Ari-Kameras, das Ari-Licht, in solchen Umgebungen überhaupt auch gut eingesetzt werden können. Die werden heute auch schon eingesetzt, aber eben dieses Thema Datenintegration ist ein zusätzlicher Schritt, der einen Innovationsschub darstellt, um eben hier in vernetzten Systemen entsprechend besser zu funktionieren. Das ist auf der ARI-Seite vor allem passiert, sich eben darum zu kümmern, die Vernetzung von unseren Geräten sicherzustellen. Auf der Eyeline-Seite sieht es ähnlich aus, da geht es vor allem um die Produktionsabläufe, die Pipelines, was macht man mit diesen Daten, um auch Fernsteuerungen zu machen, also dass in Visual Effects Shots eben bestimmte Abläufe miteinander technisch kombiniert werden. Und für die Bavaria ging es vor allem darum, in dieser ersten Phase die Schnittstelle zwischen realem Setbau und virtuellem Setbau sowohl technisch als auch operativ zu verstehen und zu optimieren und eine Infrastruktur zu schaffen, mit der man virtuelle Studios betreiben kann. Und in der 2. Phase, das sind wir jetzt, machen wir eine Pilotproduktion
mit einer renommierten Produktionsfirma und mit bekannten Namen, ich kann es jetzt an der Stelle nicht nennen, wo wir eine LED-Stage explizit dafür aufbauen. Und das Ziel auf Bavaria-Seite ist aber, sehr flexibel zu sein, in kurzen Zeiten aufbauen zu können und die Technik flexibel einsetzen zu können. Bavaria hat ja auch nicht so viel Platz wie jetzt zum Beispiel in Penzing. Deswegen kurze Aufbauzeiten, Flexibilität steht dort im Vordergrund. Es zeigt eigentlich, dass die Entwicklung so wie sie ist, auch Platz und Raum lässt für unterschiedliche Konzepte und dass die immer ausgefeilter werden. Man befördert sich da wahrscheinlich auch gegenseitig, stachelt sich an, konkurrenzbelebtes Geschäft in diesem Fall, auch wenn Sie sagten, dass es keine direkte Konkurrenzsituation ist. Aber es ist eigentlich ein ermutigendes Zeichen, dass da nicht gegeneinander gearbeitet wird, sondern jeder auf seinem Gebiet. Also ich finde es gut und ich finde es im Moment auch total wichtig, dass man nicht anfängt, den Kuchen zu verteilen, bevor er überhaupt gebacken ist, sondern dass man diese neue Technologie erstmal entwickeln muss. Ne? Von der technologischen Seite her, wir sind zum Beispiel auch sehr intensiv im Kontakt mit der Hochschule für Fernsehen und Film. Die haben ja ein großes Forschungsprojekt geangelt vom Forschungsministerium. Kreativ heißt es, da haben sie auch einen Creative Lab, was sie dort entwickeln. Da sind wir zum Beispiel auch in Personalunion, aber auch in direkter Kooperation mit denen, wo natürlich dann auch der Ausbildungsaspekt reinkommt. Also wie werden Leute darauf hingeführt, mit dieser Technologie zu arbeiten? Wie schafft man auch die Empathie dafür, ja, die Begeisterung, dass das nicht eine Technologie ist, die einem aufgedrückt wird, sondern an der man auch von der kreativen Seite Interesse hat, damit zu arbeiten. Also insofern glaube ich, auch zu Plaza Media haben wir gute persönliche Beziehungen, dass das einfach etwas ist, was die Branche insgesamt verändern wird und wo ein frühzeitiges Konkurrenzdenken eigentlich eher schädlich ist, als dass es die Entwicklung wirklich vorwärts treibt. Ja, ich glaube auch, dass es verschiedene Use Cases gibt. Also für gewisse Teile der Produktion ist die Hyperbole, so wie jetzt dasteht, fast überdimensioniert. Aber natürlich Thema zum Beispiel Fahrszenen, das ist natürlich auch aus Sicherheitsgründen etc. eines der ersten Themen, dass man, wenn man es über Greenscreen macht, ist es in der Postproduktion teurer, dass man eigentlich komplett in Virtual jetzt legen kann, aber dazu braucht es eigentlich kleinere Stages, die nur Fahrszenen abbilden können. Oder wir haben sehr viele Anfragen auch für Mobile-Lösungen, also LEDs an Locations zu bringen und die Sachen zu kombinieren. Also nur um auch zu zeigen, wie sehr hier alles noch in der Veränderung ist. FFF Bayern und Film Commission Bayern, Frau Dr. Metzger, ganz konkrete Frage, die mich als Abgeordneter interessiert. Wie ist die Förderungssituation gerade, Nachfragegrößenordnung im internationalen Vergleich? Also man muss sagen, tatsächlich, der FFF Bayern wurde ja 1996 gegründet. Das Fördervolumen als auch, sage ich mal, die ganze Fördertätigkeit ist, da hat sich unglaublich fortentwickelt, ist also gar nicht mehr vergleichbar. Ich glaube auch, dank Unterstützung der bayerischen Staatsregierung hat sich das tatsächlich auch die Förderschemes praktisch immer doch marktorientiert tatsächlich auch angepasst. Also es war die Games-Förderung, die dann irgendwann kam, die XA-Förderung, die kam, die Visual-Effects-Förderung im Rahmen natürlich von Co-Produktionen. Frau Staatsministerin Gerlach hat vorhin zwei neue Incentives vorgestellt. Ich glaube, man schaut hier schon sehr genau hin, wo sind die Bedarfe und man analysiert es, um wirklich hier eben auch international wettbewerbsfähig zu sein, wenngleich. Und gut, das ist jetzt nicht nur ein Länderproblem. Wir sehen immer, ein Standort verkauft sich ja nicht nur mit einem Tool. Keiner kommt, weil wir eine schöne Landschaft haben. Keiner kommt, weil man sagt, wir haben eine starke Länderfilmförderung. Keiner kommt, weil man sagt, man hat tolle Studios. Ein Baustein allein ist es nie. Das können die Produzenten links und rechts von mir genauer erklären, wie die Entscheidungskriterien sind, wohin ein Projekt am Ende geht. Aber ich denke, die One-Stop-Shop-Lösung anzubieten, ist natürlich eine ideale Pole-Position, um es mal so zu sagen. Und da arbeitet Bayern wirklich sehr, sehr, sehr fleißig dran. Sieht man an der Nachfrage in allen Förderbereichen, das ist ganz klar. Man muss aber ehrlicherweise natürlich auch sagen, gut, die osteuropäischen Länder waren natürlich schon immer eine starke Konkurrenz, ob ihre Tax Credits und Cash Rebates, ganz klar. Die Schwäche unserer nationalen Förderung,
das ist ein Riesenproblem, da muss dran gearbeitet werden, aber es wurde ja auf der Berlinale zumindest angekündigt, sind wir alle gespannt, welcher Entwurf, haben wir gehört, im September dann kommt. Ich denke, Bayern hat, was die Akquise internationaler Produktionen angeht, ganz gut mit einem eigenen Fördertopf realisiert, der wirklich ausschließlich für internationale Akquise zur Verfügung steht. Hier einfach ein viel deutlich kleineres Gremium hat sich nicht orientiert an Einreichfristen, um hier einfach schneller und deutlicher agieren zu können. Aber, muss ich auch hinterher schicken, vielleicht darf ich das gleich adressieren, wir sind jetzt natürlich in der Akquise unglaublich unterwegs, kommen auch erst aus den USA zurück, auch in dem Bereich Virtual Production gelingt es uns hier einige Leute im Herbst an den Standort zu holen und sie ein bisschen hier am den Standort zu zeigen und vorzustellen. Aber ich denke, jetzt kommen Projekte in der Größenordnung, von denen Herr Neurotter auch spricht. Und das Konstantin-Projekt war natürlich auch ein Riesenmeilenstein für den Standort. Ich denke, die Förderinstrumente müssen jetzt hier mitwachsen, tatsächlich. Das war genau das Instrument, warum, das man geschaffen hat, damit die Projekte kommen. Jetzt kommen sie und ich denke, sie werden mitwachsen müssen. Die Richard Sucher, Neurotter und auch. Ja, und ich denke, was wichtig ist, gerade bei den internationalen Projekten, dass Öffentliches wichtig ist zu vermitteln, dass es in erster Linie ein Wirtschaftsincentive ist. Hier entsteht Wertschöpfung, hier entsteht Infrastruktur. Allein mit den internationalen Projekten, die jetzt in den ersten 6 Monaten in Penzing umgesetzt wurden, sind über 35.000 Übernachtungen, Hotelübernachtungen in der Region entstanden. Das heißt, es geht hier nicht um Filmförderung, die Kunst fördert, kleine Arthouse-Projekte, das sehr legitim ist und auch seinen Platz hat. Aber hier geht es in erster Linie um Standort und die Infrastruktur hier weiter auszubauen. Und es gibt die Wertschöpfung, die durch diese Projekte auch entsteht. Oliver Berben. Zunächst mal das Wichtigste. Sie haben die Kombination der verschiedenen Faktoren angesprochen, die wichtig sind. Es gibt einen Begriff, der sozusagen alles beschreibt, und das ist Zuverlässigkeit. Die Produktionen brauchen Zuverlässigkeit. Sie brauchen sie in dem Bereich der Technologie, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Sie brauchen sie im Bereich der Zurverfügungstellung der Teams, der Fachkräfte, die in dem Land sind, der Tax Incentives, die da sind. Das ist unser Problem. Wir müssen die Diskussion ein bisschen weglenken von dem reinen Geldfaktor immer. Es ist genug und gut Geld in diesem Markt da. Das Problem ist, in welcher Form und wie wird es ausgegeben, wie wird es verteilt und mit welcher Zuverlässigkeit können Produzentinnen und Produzenten im Inland oder aus dem Ausland sozusagen den Standort nutzen? Das ist die, finde ich, wichtigste Frage, die man sich stellen muss. Und die Es ist wirtschaftlich und in vielerlei Hinsicht interessant, dass man internationale Produktionen nach Deutschland insgesamt holt. Aber wir haben ein ganz anderes Problem. Wir haben ja zu wenig Leute. Wir haben zu wenig Fachkräfte und Arbeitskräfte hier. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sozusagen die Leute hier einen kontinuierlichen Workflow und zur Verfügungstellung von Arbeit haben. Das ist nicht gut, wenn immer mal ab und zu eine Produktion kommt, dann ist wieder wochenlang nichts. Die Studios werden davon ein Lied singen können und dann kommt es wieder, die müssen die Sachen hochfahren, runterfahren, die verlieren extrem wichtiges Personal. Warum sage ich das alles? Weil es muss von der Politik und von die Wirtschaft, also der wirtschaftliche Faktor der Medien, die kriegen das schon selber hin. Wir schaffen das. Aber die Politik muss die Voraussetzungen schaffen, dass wir sozusagen dass wir unsere Wirtschaftskraft kontinuierlich ausüben können. Und das ist nicht der Fall. Das muss man sagen. Das ist auch der große Nachteil zu unseren beispielsweise osteuropäischen Nachbarn und so weiter. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir haben das schon alles hier und trotzdem kriegen wir es nicht ordentlich auf die Reihe. Und ich finde es großartig, dass sich die Politik hinstellt und sagt, wir machen jetzt ein Riesending und bringen alles zusammen. Ja, okay, aber dann fangt an. Dann lass uns mal nicht mehr so lange drüber reden, sondern lass mal sehen, wann kommen die ersten Ergebnisse. Und dazu gehört wahnsinnig viel, verzeihen Sie, wenn ich das noch sage, aber auch andere Sachen. Wir versteigern uns dann in Diskussionen darüber, dass sich die Politik darüber streitet, wie der öffentliche Rundfunk aussieht. Alles richtig und so weiter, aber vielleicht sehen wir mal, welche Kraft wir in diesem Land haben. Die ist hier. Wir haben auch eine viel größere Kraft als
eine Vielzahl unserer Nachbarn und auch der Mitbewerber überall, anstatt ständig zu versuchen, das zu verkleinern, sollten wir vielleicht mal gucken, wie stellen wir es besser auf, wie stellen wir es wirtschaftlicher auf, aber kommen ein bisschen weg davon, immer zu sagen, ja, das wollen wir alles nicht, weil jetzt ist ja das da. Das wird so nicht funktionieren. Wir werden dann wirtschaftlich das Nachsehen haben. Erik, dazu? Ja, kann dem voll zustimmen, gerade jetzt auch bei dem Thema Tax Credit Reform. Ich war im Herbst in Los Angeles, hatte den Produktionschef von Warner Brothers getroffen. Ich habe ihn gefragt, was hindert ihn daran, mehr seiner großen Studioprojekte nach Deutschland zu bringen? Und er gemeint, ja, der Tax Credit, aber weniger das Problem der Höhe des Tax Credits, sondern dass der Tax Credit pro Projekt gedeckelt ist. Es ist so, dass Warner Brothers auf der Filmseite 80% aller Filme, die dort produziert sind, sind Budgets mit über 150 Millionen Dollar. Der DFFF 2 ist momentan gedeckelt bei 100 Millionen Dollar. Das heißt, keine Chance, ein Großprojekt nach Deutschland zu bringen. Und meine Folgefrage war dann, mit wem hatten Sie schon Kontakt aus der Politik? Noch niemand. Das heißt, im schlimmsten Fall passiert jetzt, wenn diese Reform kommt, dass etwas beschlossen wird, das unter Umständen am Markt vorbeigeht. Weil stellen Sie sich vor, wenn tatsächlich diese Deckelung pro Projekt fällt und es kommen zwei, drei Studioprojekte mit diesem Volumen, das kreiert auch die Industrie, das kreiert die Arbeitsplätze. Und das sind Dinge, die wir jetzt richtig machen müssen. Sie nehmen mir im Prinzip meine letzte Frage weg, bevor wir ins Publikum gehen, weil ich würde Ihnen gerne auch natürlich noch Gelegenheit geben, da in die Diskussion zu kommen. Es ist ja eine Reform der Filmförderung auf Bundesebene angekündigt. Sie haben gerade eben gesagt, der Herr von Warner hätte gesagt, er war noch mit keinem Politiker in Kontakt. Sind Sie da mit Politikern in Kontakt oder die mit Ihnen? Ja, also die Frau Roth war ja jetzt im März während der Oscars aus dort, hat auch diese Treffen geführt. Wir haben vermehrt auch dieses Thema immer wieder angeregt und ja, die Hoffnung ist, dass es jetzt hoffentlich auch im Herbst dann passiert. Das heißt, die konkrete Erwartung ist, Sie werden gehört auf diesem Gebiet. Wir sind nicht die Einzigen, die für das Thema natürlich pushen, ja, aber die Hoffnung ist groß. Die Hoffnung ist groß und stirbt zuletzt. Ich würde, meine sehr verehrten Damen und Herren, gerne ins Publikum geben. Als Ersten würde ich aber besonders Herrn Steven Sigter gern kurz aufrufen. Sie haben auch ein kurzes Grußwort vorbereitet mit der Betonung auf kurz bitte, aber Sie sind Vorsitzender der CSU-Filmkommission, deswegen möchte ich Ihnen gerne das Wort geben. Bitte. Ja, lieber Alex Doro, ganz herzlichen Dank. Stelle ich mich mal so hin, dass ich nicht gerade mit dem Rücken hier, oder ist es okay, wenn ich doch hier kurz dann stehe, sonst ist das unhöflich. Ja, liebe Filmbegeisterte, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Panel, lieber Alex Doro, kreativ, vernetzt und digital, Quo Vadis Filmproduktion in Bayern, haben wir ja jetzt von unserem Panel schon einen Spot auf die Punkte bekommen, um die es hier geht. Und es wird ja noch ein viel größeres Thema. Vielleicht ein ganz kurzer philosophisch-pragmatischer Diskurs. Kommen Sie sich auch manchmal so vor wie der Astronaut Dave Bowman in Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum, am Ende seiner Reise biblischen Ausmaßes, die ihn weit über die Grenzen des Bekannten und Begreifbaren hinausführt, eine physisch, intellektuelle und spirituelle Tour de force durch Raum und Zeit auf der Suche nach Wahrheit, Erkenntnis und unserer eigenen Existenz. Und am Ende wird Bowman ja bekanntlich als Sternenkind wiedergeboren und kehrt zur Erde zurück. Und ähnlich wie Bowman sich in den Teilen des Alls auf eine Reise ins Unbekannte begibt, stehen auch wir heute an der Schwelle einer neuen Ära der digitalen Filmproduktion. Die Revolution hat, wie wir gerade gehört haben, ja längst begonnen und ist auch nicht mehr aufzuhalten. Hoffnung, aber auch Ängste begleiten uns als Kreative bei der Begegnung mit dieser neuen Welt scheinbar unendlicher Möglichkeiten. Zur Hoffnung hat ja auch Oliver Berben hier ein starkes Argument gebracht, ja, der Überzeugung, durch fortschrittliche Technologien eine noch nie dagewesene Freiheit zu haben, Geschichten zu erzählen und neue visuelle Welten zu erschaffen, unsere kreativen Visionen in nie dagewesener Form zum Leben zu erwecken, aber eben auch damit verbunden die Ängste. Welche Auswirkungen all dies auf uns als Kreative, als Künstler in unseren jeweiligen Areas of Expertise, in unserer Arbeitswelt, ja auf die Gesellschaft als Ganzes haben wird. Die pure Angst mancher zu überleben. Aber
Im Gegensatz zum Astronauten Baumann aus 2001, der seine ultimative Reise ja eher passiv als quasi als Objekt höherer Mächte erlebt, begreife ich uns, und auch da, lieber Oliver, haben Sie ja schon was gesagt dazu, begreife ich uns kreative Menschen aber eben immer als freie, handelnde Wesen, eben als Subjekte, die die intellektuelle und schöpferische Kraft in sich tragen, die technischen Entwicklungen intelligent einzubetten in unsere auch werteorientierten Vorstellungen, wie wir unsere Erzählungen künftig schaffen und vermitteln. Und Bayern und sein Filmstandort hat, beginnend mit der Gründung des ersten Filmstudios in München durch unseren wunderbaren Komiker Karl Valentin, das war 1912, eine sehr lange und reiche Geschichte, die nur scheinbare Gegensätze, Tradition und Innovation eben zu verbinden und Film made in Bavaria zu einer Erfolgsstory zu machen. Doch alles ist immer auch im Fluss und daher ist es fundamental für die zukünftige Entwicklung unseres Standorts, gerade auch im Wettbewerb mit anderen Medienzentren, auch weiterhin die allerbesten Rahmenbedingungen für Mensch und Technik zu schaffen. Wir, die CSU-Filmkommission, ein Think Tank sehr kluger Köpfe unserer Filmwirtschaft, wird sich auch weiterhin in engster Kooperation mit der bayerischen Staatsregierung und natürlich den Entscheiderinnen und Entscheidern der Legislative, lieber Alex, dafür einsetzen, jedes sinn- und wirkungsvolle und leistbare Instrumentarium einzusetzen, um auch weiterhin Bayern zum besten Ort filmischen Erzählens zu machen. Liebe Filmschaffenden, wir stehen an einer Schwelle einer sehr aufregenden Zukunft. Lasst uns die Chancen nutzen, die uns die digitale Filmproduktion bietet, um auf eine Reise ins Unerforschte zu gehen. Oder, wie es so schön bei Star Trek heißt, where no man has gone before. Vielen Dank. Steven Sigter, vielen Dank. Ich nehme das als Versprechen und werde gegebenenfalls daran erinnern, meine Damen und Herren, Sie sind dran. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis 11 Uhr. Bevor wir zum Empfang auf die Dachterrasse bitten, Ihre Fragen oder Ihre Statements gerne jetzt. Wir haben Saalmikrofone, bitte kurz aufzeigen mit der Hand, dann können Sie. Bitte. Kann der Technik und Mensch sich trennen, besonders in der Filmbranche, wo die Emotionalität, Leidenschaft, kann das ersetzen ohne Mensch? Nein, man braucht die Technik. Die Technik entwickelt sich. Der Mensch muss die beiden zusammen kombinieren. Der Mensch steuert das. Und für die Technik braucht man auch Geld. Die Entwicklung, es geht voran. Wir kommen gar nicht nachher, hinterher. Bayern ist es eigentlich abhängig, fördert viele Filmprojekte. Deutschland hat keine Filmindustrie. Deutschland ist abhängig von Fördergeldern. Und in letzter Zeit hat es sich sehr gut entwickelt, sind viele junge Talente hervorgebracht in jegliche Richtung. Die brauchen Mittel, Fördermittel. Und das können sie auch machen. Allein das Filmfestival ist es meine 40. Ich habe von Anfang an diese beobachtet, alles mitgemacht, wie sich entwickelt hat. Aber was spart man, was zahlt man hier? Nicht mal ein Viertel, was der Berlinale bekommt. Warum? Das muss uns fragen. Und München hat es sehr schnell entwickelt, international. Und Bayern sollte stolz sein darauf, dass in München eine Filmindustrie und Medien-Society entwickelt haben. Das sind wir. Das sind wir. Mit der Berlinale sich zu vergleichen, ist natürlich ein großer Sprung. Ich weiß nicht, wie die Filmschaffenden das sehen. Ich glaube, kein großer Sprung. Es ist München ist besser. München ist besser. Das höre ich gern. Das höre ich gern. Vielleicht sollten wir noch. Und schöner. Auch das. Aber ich würde trotzdem gerne was dazu sagen. Es ist schon, also ich muss Ihnen da widersprechen: Deutschland hat sehr wohl eine Filmindustrie. Die funktioniert nicht gänzlich über Förderung. Wenn Sie allein den gesamten Nicht-Kinobereich nehmen, der ist maßgeblich ohne Förderung und ist einer der größten Arbeitsplatzbringer auch. Das darf man nicht vergessen. Wo Sie aber recht haben, ist, dass das System so funktionieren muss, dass die Produzenten und Produzentinnen die Möglichkeit haben, zu investieren in neue Talente, in Ausbildung und so weiter. Und das hat damit zu tun, dass das System, wie es funktioniert, oft eher darauf ausgelegt ist, und das ist keine Schuldzuweisung, aber das ist einfach aufgrund der Historie in diesem Land so, dass die Filme, die jetzt sozusagen aus dem
ich sag mal, aus dem Bereich des Nicht-Kinos entstehen, maßgeblich unter dem finanziellen Druck der Auftraggeber entstehen. Das ist nochmal kein Vorwurf, sondern es ist der Status quo. Sie werden als Produzent oder als Produzentin dazu gezwungen, dass sie einen Film möglichst günstig herzustellen und nicht, dass sie ihn am besten herstellen. Das liegt da in der Natur der Sache, dass die Rechte-Situation für die Produzentinnen und Produzenten so ist, dass sie nur im Auftrag handeln. Die Rechte gehen weg und die Produzenten haben keine Chance damit, sich einen Stock aufzubauen an Rechten, der wieder monetarisiert werden kann oder wie auch immer, der es ihnen erlaubt, einen finanziellen Backbone zu schaffen, um Geld zu investieren in andere Bereiche. Es geht dieses Bild, ich weiß, es wird immer so wahnsinnig gern gesagt, ja, die Produzenten liegen dann auf irgendwelchen Booten und so weiter. Das ist alles Unsinn. Die meisten, der Großteil der Produzenten krebsen an dem Minimum. Die versuchen, ihre Firma überhaupt am Leben zu halten. Und der Grund dafür ist schon das Setup, was wir haben. Es ist genug Geld im Markt, ich kann es nur noch mal sagen. Die Frage ist, wie wir es aufteilen und wie wir den Produzentinnen und Produzenten und natürlich allen anderen Filmschaffenden, die dann damit dranhängen, die Möglichkeit geben, dass sie selber sozusagen aus eigener Kraft, wird dann auch die Förderung reduzieren, die Möglichkeit haben zu investieren. Das funktioniert nur, wenn die rechte Situation sich ändert. Also, klares Statement angekommen. Gibt es weitere Meldungen? Dort hinten sehe ich eine Hand, ja. Genau dort. Dankeschön. Darf ich beim Oliver Berben vielleicht ein bisschen anknüpfen? Es geht um die Monetarisierung der Produzenten. Wir können ja, der Fokus der Förderung liegt vorrangig auf Produkte, die Filme, die sozusagen für den deutschen Markt gedacht sind und geplant sind. Die Schwierigkeit ist aber sozusagen, dass man aus dem deutschen Markt, auch wenn man Rechte behält, zum großen Teil von diesen Rechten nicht besonders werthaltig sind, sondern die Projekte, die sozusagen im Ausland verkaufen, die bringen wirklich Geld. Das heißt, also wenn ich eine Million Zuschauer im Kino mache in Deutschland, mache ich deutlich weniger Geld, als wenn diese Produktion international angelegt wäre und ich verkaufe sie auf dem weltweiten Markt. Und ich würde darum bitten, dass man bei den Überlegungen zur Reformierung der Fördersysteme auch daran denkt, welche Zielsetzungen man macht. Weil es ist ja schon sehr ungewöhnlich, wenn man die Kraft sozusagen der deutschen Filmwirtschaft sieht, dass sie vorrangig auf den lokalen Markt zielt, aber eigentlich das Geschäft ja auch auf den internationalen Markt gemacht werden soll. Und ich stelle fest, dass es extrem schwierig ist als Produzent, wenn man auf den internationalen Markt geht, um auch dort zu realisieren, dort unterstützt zu werden. Also es ist ganz ein simples Beispiel, es fängt schon an dabei, dass ich, wenn ich jetzt international denke und ich habe eine tolle IP, habe gerade 100.000 Euro circa investiert, brauche nochmal 100.000, um das weiterzuentwickeln. Ich habe die ersten 100.000 selbst finanzieren müssen, weil ich natürlich einen amerikanischen Autor hat, der für Disney arbeitet und dann ihren. Brauche ich also gar nicht antreten an die Förderung. Jetzt brauche ich aber doch mal Geld, jetzt gehe ich rein und sage, okay, ich brauche eine Weiterentwicklungsförderung. Geht nicht, weil die Förderregularien nicht so angelegt sind. Also es gibt viele Hemmnisse in diesem Bereich und es wäre doch wichtig, dass wir diese Kraft und dieses Geld, das wir investieren, auch sozusagen so kanalisieren, dass Produzenten unterstützt werden und auch motiviert werden, auf den internationalen Markt zu gehen. Das heißt ja auch Know-how-Transfer, was heißt auf internationalen Markt gehen, Player zu kennen, die sozusagen sich besser auskennen als wir, Kreative zu kennen, Regisseure zu kennen, Know-how zu holen und nicht immer nur als passiver, mehr oder weniger Mitproduzent, da sind wir sehr gut ausgestattet, als Mitproduzent oder mehr gesagt als indirekter Serviceproduzent für ausländische Produktion zur Verfügung stehen. Und das sollte eine Zielsetzung sein. Möchte jemand was dazu sagen? Ich glaube, es ist einfach eine Tatsache. Ich bin kein Jurist, aber ich höre das immer wieder. Deswegen, ich glaube, wir müssen uns auch als Nicht-Juristen wohl damit befassen. Das Problem ist, ich würde gerne was dazu sagen, ganz kurz. Ja, bitte, weil sowas wie den internationalen Film gibt es nicht. Das ist Unsinn. Ein Film ist immer lokal. Ein Film hat vielleicht die Möglichkeit, international zu reüssieren.
Aber nochmal wichtig ist, ich kann es nur nochmal sagen, in unserem Bereich für diesen Standort Deutschland und Bayern natürlich im Speziellen, dass wir schauen, dass die lokale Industrie funktioniert. Wenn die funktioniert, kommen auch die ausländischen Investoren oder Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Sie haben es vorhin auch gesagt, es geht ja auch darum, die kommen nicht nur her, weil da Geld ist oder so, die brauchen Personal, die brauchen Kreative und so weiter. Die Konzentration bei uns, auch im Politischen, muss primär darum gehen, die lokale Industrie, nochmal Industrie, nicht nur Kultur, sondern die Industrie zu stärken. Das wird automatisch dazu führen, dass dann internationale Produktionen, also anderer Länder, nach Deutschland kommen, um sie hier zu machen. Das Wichtige ist der lokale Markt. Nochmal ganz kurz, also weil das auch vorhin gesagt wurde im Sinne der Studios, die amerikanischen Studios, die kommen und gehen. Das war schon immer so. Moment. Nee, wir reden überhaupt nicht aneinander vorbei. Das ist genau das, was ich sage. Es geht darum, dass die Filme, die hier produziert werden, aber nochmal, lokal hier hergestellt werden, dass die Möglichkeit haben, international zu reüssieren. Darum geht es. Ich glaube, können wir das vielleicht, wenn ich einen Vorschlag machen darf, auf der Terrasse nochmal intensivieren, weil ansonsten gibt es einen Dialog hier zwischen Ihnen beiden. Aber Sie hatten sich schon gemeldet und Sie haben auch schon das Mikrofon. Schönen Dank, danke. Ralf Ruschewitz, mein Name, Erfinder des Standardlektorates. Und ich würde gerne an Sie, Herr Berben, eine Frage stellen bezüglich, wo ich vielleicht die Brücke knüpfen kann zwischen Produktionskosten, nicht vorhandenen Rückstellungen und Stoffentwicklung für digitale Produktion. Unsere Autoren, insbesondere in Deutschland, sind ja geprägt oder konditioniert durch die Kostenbeschränkungen, die sie schon beim Schreiben im Kopf haben. Also ich sage mal die Schere, wir können diese Geschichten nicht erzählen, es ist zu teuer. Jetzt öffnen sich völlig neue Möglichkeiten in der digitalen Produktion, Geschichten zu erzählen, die finanziell nie möglich waren bis dato. Wie schaffen wir es, jetzt die Autoren, ich sage mal, zu briefen, denen klarzumachen, dass jetzt auf einmal einerseits natürlich eine Beschränkung auch in den Kosten weiterhin besteht, aber andererseits so viele neue Geschichten erzählt werden können, die früher kostenmäßig nicht möglich waren. Wie können wir da möglichst schnell, sage ich jetzt mal, die Autoren eigentlich diese fantastische Freiheit ihnen vermitteln, die wir jetzt haben und auch gleichzeitig den Produktionern und Produktionsleitern klar machen, hey, pass mal auf, das können wir ja jetzt eigentlich, ne? Möchten Sie noch kurz drüber nachdenken? Ich habe hier noch eine weitere Meldung, wenn Sie dabei sind, vielleicht also in sich gehen wollen. Ich glaube generell, wo die technologische Entwicklung hingeht, ist es eigentlich extrem empowering, auch für Filmemacher oder Produzenten mit wenig Geld, ja, auch schon in der Entwicklungsphase. Vielleicht nimmt man ein bisschen die Analogie zur Musik. Sie kennen wahrscheinlich diese einschlägigen Musikprogramme wie GarageBand von Apple, wo Sie heute jeglichen Schlagzeugsound vorfinden. Das heißt, Sie können heute Musiktracks erzeugen, ohne Band, nur am Computer, und Sie können wahrscheinlich den Unterschied nicht erkennen, ob das tatsächlich in dieser Software entstanden ist oder mit einem Orchester oder einer Band. Und ich glaube, die Entwicklung auf der audiovisuellen Seite geht ganz klar in diese Richtung mit audiovisuellen Tools. Und man wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange diese Entwicklung weg ist, vielleicht 5, 10 Jahre, werden Sie einen Film im Internet entdecken, der aussieht wie ein Marvel-Movie, der vielleicht von einer kleinen Gruppe an Kreativen, 15, 20, 30 Leute weltweit vernetzt entstanden ist.
Und das heißt, ich glaube, für die ganz großen Players, das ist so die heikle Frage gerade, wo geht diese Reise hin? Natürlich haben sie noch große finanzielle und Distributionsvorteile, aber diese Verwässerung von Inhalten, die momentan nur die großen Studios machen können, die verschwimmt nach und nach. Ein Blick auf die Uhrzeit sagt mir, eine Frage haben wir noch, die lassen wir noch zu. Die anderen würde ich dann gerne auf die Terrasse raus verlegen. Wir haben da noch gute Gelegenheit. Bitte, Sie hatten sich aber noch gemeldet. Ja, das ist eigentlich schon die Antwort dazu, weil ich schreibe seit 1983 erfolgreich Drehbücher für Film und Fernsehen und habe eigentlich auf diesen Moment heute nur gewartet. Also insofern braucht man da mir nicht viel vermitteln und ich glaube den Kollegen auch nicht. Weil wenn den Fantasie gar keine Grenzen mehr gesetzt ist, also davon träume ich eigentlich seit 40 Jahren, habe das in einer Millisekunde kapiert. Auch KI ist längst Standard, dass ich das verwende. Das ist alles, stellt nicht einen Autor vor Problemen, sondern vor Lösungen. Es sind einfach die Lösungen. Also das wollte ich nur sagen. Davon träume ich halt seit 40 Jahren. Das ist ein wunderbares Schlusswort für den offiziellen Teil. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Wie gesagt, wir haben gleich noch einen Empfang auf der Terrasse, wo Sie sich erfrischen können. Ich möchte mich aber vorher bei meinem Panel ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben Ihnen, schauen Sie mal, wie rückständig wir sind. Wir haben eine Filmrolle als kleines Dankeschön, das ist gefüllt mit Leckereien. Es mag aber auch einfach daran liegen, dass wir, wie stellt man denn ein virtuelles Dankeschön dar? Das ist genau das Problem. Also ich glaube, wir bleiben bei diesem virtuell nicht darstellbaren und ganz konkreten analogen Teil. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie gekommen sind. Darf ich es einfach weiterreichen? Gehen Sie mal auf Entdeckungsreise, was in dieser Filmrolle drin ist. Dankeschön, dass Sie da waren. Ich bedanke mich herzlich bei dem Team der Fraktion, die das ganz hervorragend auch vorbereitet hat, dass Sie gekommen sind. Und wie gesagt, es geht ja noch weiter draußen auf der Terrasse. Wir sehen uns gleich draußen. Herzlichen Dank. Thank you.